Hallo meine Freunde, willkommen. Hallo meine Freunde, willkommen zum Rückspiel in der Champions League. Im Old Trafford, meinem persönlichen Lieblingsstadion in England. Dort geht's jetzt hier zur Sache. 7 Tore, erst in der Champions League, Harry Kane. 2 Tore im letzten Spiel von Thomas Müller also. Das wird ein sehr interessantes Ding. 1-0 konnten wir gewinnen zu Hause. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir, wenn möglich, kein Gegentor zulassen. Das wird natürlich nicht so einfach werden. Aber ist auf jeden Fall machbar mit dieser Mannschaft, die auf jeden Fall Bock hat. Hier gibt es aber schon den ersten Eckball für die Red Devils. Oh, was für ein Fehler. Missverständnis zwischen den Zweien da. Aber gerade nochmal gut gegangen. Und dann der gescheiterte Konterversuch hier. Martial. Özil. Özil. Pogba jetzt über die rechte Seite. Oh nein, oh nein. Ganz, ganz dummes Foul von Jerome Boateng. Sowas sieht man von ihm so gut wie nie und dann ausgerechnet in so einem Spiel. Harry Kane kann sein 8. Tor in diesem Turnier machen. Manuel Neuer macht sich riesig. Macht sich ganz groß und der Harry Kane haut das Ding rein. Leck mich am Arsch, ich dachte schon, der verschießt. Neuer war auf der richtigen Seite, ich war glaube ich sogar im richtigen Eck. Aber da kann er nichts mehr machen. Wenn das Ding so kommt, mit so einem Bums, und jetzt ist alles wieder offen nach gerade mal 9 Minuten. Scheiße. De Bruyne. Göttlich gemacht. Göttlich gemacht! Da ist die Antwort! Keine 4 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten später. 3 Minuten später. Direkt die Antwort. De Gea kann nur hinterher schauen, wie Rakitic die Murmel an ihm vorbei ins Tor schlänzt. Göttlicher Pass von De Bruyne da. Dybala. Dybala alleine. Müller ist jetzt dabei. Dybala 2-1. Leck mich am Arsch. Komm her, Müller Baby. Nein, doch nicht. Das war hervorragend kombiniert, die zwei. Zack, ist das Ding drin. De Gea war sogar noch dran. Das ist der direkte Doppelschlag. Und damit wäre Dybala sogar die... Nein, stimmt gar nicht. Die Nummer 1 wäre ja gar nicht, weil Harry Kane ja auch getroffen hat. Also sind beide jetzt mit 8 Toren ganz oben drin. Göttlich, wie wir hier die Red Devils schocken. Die haben noch gar nicht diesen Anschlusstreffer bzw. den Ausgleichstreffer verarbeitet und schon haben wir das Spiel gedreht. Oh, jetzt hätte sie ja noch fast die Entscheidung gegeben. Mustafi ist da. Wir haben ja Özil damals gegen Lukaku getauscht. Den habe ich bei Man United noch keine Sekunde gesehen. Scheinbar war das kein guter Transfer. Für die Red Devils, für uns natürlich schon. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben nicht Lukaku gegen den getauscht. Kommen ja beide von uns. Sowohl Özil als auch Lukaku. Oh Gott, Özil. Hoho. Was haben wir denn dafür gekriegt? Ich weiß nicht mehr. Lukaku haben wir auf jeden Fall verkauft. Genau. Özil haben wir gegen Griezmann, glaube ich, getauscht. So war das.
Und Lukaku eben haben wir verkauft für 90 Millionen Euro oder sowas. Vor allem er kam für Santi Cazorla und 40 oder 50 Millionen Euro zu uns. Also haben wir da schon ordentliches Geschäft gemacht. Och nein. Och nö, Gott sei Dank. Glück im Unglück. Aber da wir zwei Auswärtstreffer geschossen haben, muss Man United jetzt hier noch drei Tore schießen. Drei Tore müssen sie schießen, um hier weiterzukommen. Autsch. Klasse gemacht. Schnell das Spiel weitergeleitet. Der Bräune jetzt setzt sich nicht durch. Die Bälle auf Sanchez und Sanchez haut das Ding natürlich drüber. Ah, schade. Das wäre dann zu einfach. Oh, guter Ball. Sehr guter Ball, aber wird noch unterbunden, dieser Angriff. Aber Coman ist die Luft langsam auch weg. Verständlich. Da merkt man halt, dass uns einfach eben dieser Griezmann fehlt, der da als Backup eigentlich spielen könnte. Dann muss es halt Isco machen. Und Barbier bringen wir jetzt auch noch für Müller, würde ich sagen. Und Ross Barkley für Rakitic. Nee, Thiago für Rakitic. Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen einen Kreativen. Und Barbier, ein sehr, sehr junger Spieler, aber jetzt schon eine unglaubliche Qualität. Vielleicht kann er sich ja hier einen Traum verwirklichen. Es müsste schon ein Traum sein für so einen Spieler, im Old Trafford zu spielen. Und vielleicht kann er ja sogar im Old Trafford ein Tor erzielen. Also das wäre dann wahrscheinlich das Maß aller Dinge für einen Spieler, der jetzt vielleicht 18, 19 Jahre alt ist. Andere Leute machen in der Zeit ihr Abitur und der spielt hier im Old Trafford Fußball und verdient seinen Arsch voll mit Geld. Oh Mann. Mkhitaryan. Boah, der Bräune mit dem Foul. Gelbe Karte ist die Konsequenz. Fehlpass und das im Aufbauspiel. Jetzt kann es natürlich schnell gehen. Aber Thiago macht seinen Fehler wieder gut. Man United macht das Spiel.
Oh ja, da ist es, das war klar. Hat sich abgezeichnet. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Man United muss noch 2 Tore schießen. Wir können uns dann einen ganz entspannten Tag machen. Das war nix. Genau in die Füße von Pogba gespielt. De Bruyne hilft auch defensiv mit. Noch 20 Minuten. Trennen uns hier vom Finale der Champions League. Der Titelverteidiger. Gegen wen wird es gehen? Wahrscheinlich gegen Real Madrid. Schätze ich jetzt einfach mal. Wieder mal Real Madrid. Die hatten wir schon in der ersten Saison hatten wir Real Madrid im Finale. Dort haben wir dann verloren, weil uns die Puste ausgegangen ist. Ganz, ganz bittere Geschichte. Aber da hätten wir natürlich gerne Revanche. Aber jetzt erstmal gucken. Fehler. Fehler, großer Fehler. Neuer. Und Lukaku ist jetzt auf dem Platz. Auch mal schön, dass man den auch noch sieht. Neuer mit der Kerze. Und die nächste Ecke wartet schon. Wäre jetzt natürlich ganz kacke, wenn die noch ein Tor erzielen. Dann wird es hier nochmal ein richtiger Hexenkessel. Jetzt aber Kontermöglichkeit. Kontermöglichkeit. Dybala. Dybala. Ey. Dybala. Abgefälscht von Blind. Oh mein Gott. Mustafi hat keine Kraft mehr. Alaba, Dybala. Dybala haut das Ding vorbei. Und ich würde sagen, wir sind im Finale. Ich glaube kaum, dass die da jetzt innerhalb von 5 Minuten noch 2 Tore schießen. Aber sag niemals nie, denn hier kommt auch schon Juan Mata. Dybala muss warten, bis die anderen nachrücken. Ja, natürlich ist jetzt die Konzentration auch langsam weg. Aber, oh. Wir sind immer noch im Ballbesitz. Alaba. Na, das war's. Das war's. Wir sind im Finale der Champions League. Ein krasser Kampf hier gegen Man United. Wir sehen uns dann. Bis dann.